Der offizielle Geburtstag der beiden städtischen Unternehmen, Stadtwerke und WVW, liegt schon etwas zurück. 2021 stand die 30 auf der Geburtstagstorte. Aufgrund von Corona konnte mit Mitarbeitern und Kunden nicht gefeiert werden. Aber am vergangenen Samstag wurde 30 plus 1 gefeiert. Auf dem Weißenfelser Marktplatz initiierten die Verantwortlichen ein großes Familienfest und das Ganze ohne Eintrittsgelder. Mitten unter den Geburtstagsgästen die beiden Geschäftsführer, Kathleen Schechowiak von der WVW und Stadtwerkechef Lars Meinhardt. Wie kommt man als Wohnungsunternehmen drauf, mit dem Energieversorger zu feiern, Frau Schechowiak? Ja, zum einen sind wir verwandt, wir mögen uns, wir haben die Stadt als Gesellschafter alle beide und das sind gute Voraussetzungen, um gemeinsam schön zu feiern. Und was sagt der Stadtwerkechef Lars Meinhardt zur gemeinsamen Feier, die ja eigentlich überfällig ist? Genau, das ist so, da konnten wir ja leider nicht feiern, deswegen möchten wir das gerne nachholen und haben heute ein Riesenprogramm auf die Beine gestellt zusammen mit den beiden Unternehmen. Und es wird heute im Tagesbereich einen Familiennachmittag geben, einen Familientag, wo sich die Vereine vorstellen, die wir unterstützen, wo es ein Bühnenprogramm gibt. Und ab heute Abend, 20 Uhr, wollen wir dann richtig zusammen feiern, haben eine große Party auf die Beine gestellt und dort werden unter anderem die Band Marquez, der Sänger Buddy mit dem Song Ab in den Süden und als Highlight die Sängerin Luna mit einer Lasershow nachher auch noch auftreten. Freuen wir uns richtig drauf und werden dann bis spät in die Abendstunden zusammen feiern. Beide Unternehmen engagieren sich sehr stark im lokalen Raum und sponsern unter anderem viele Sportvereine. Ohne die Zuwendungen der beiden kommunalen Unternehmen wäre vieles nicht möglich. Und deswegen war es für die Clubs auch eine Verpflichtung, beim Geburtstag der Sponsoren sich zu präsentieren. Ob Basketball beim MBC, Handball beim WHV, Floorball beim UHC, Rudern beim WRV oder Mountainbiken beim White Rock Team. Die großen und kleinen Gäste waren mit Eifer dabei und konnten sich nach Herzenslust ausprobieren. Vielleicht war auch ein Talent für die Zukunft dabei. Allerdings gab es in der Bevölkerung auch kritische Stimmen zur großen Geburtstagsfete. Gerade unter dem Einfluss von immer weiter steigenden Energiepreisen und auch der prognostizierten Knappheit von Energie. Was sagt der Stadtwerkechef Lars Meinhardt dazu? Ja, die Lage am Energiemarkt ist angespannt, das ist tatsächlich so. Das ist sowohl für die Unternehmen der Energiewirtschaft so, aber auch für die Kunden. Auf der anderen Seite ist das Fest schon eine ganze Weile geplant gewesen und hat jetzt auf die Situation bei uns auch keine wirkliche Auswirkung. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch gerne mal in diesen bewegten und unruhigen Zeiten auch schöne Stunden miteinander verbringen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, das Fest weiter durchzuführen. Und ich denke, das ist auch eine gute Geschichte. Reißenden Absatz fanden zwei Badewannenfiguren, die beide Jubilare für die Gäste aufgelegt hatten. Also, und damit das Ganze auch dokumentiert wird, gibt es diese beiden Figuren. Einmal für die Dame, einmal für den Herrn. Haben die auch Namen? Bert und Bertha. Ah, Bert und Bertha. Ja, die stehen in Zukunft auf jedem Mieterschreibtisch und bei jedem Energiekunden, oder? Ja, so in etwa, genau. In etwa. Also, da nehme ich mir auch einen Bertha und einen Bert mit. Ja. Also, tolle Idee. Aber auch Organisationen wie zum Beispiel die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk stellten sich den Zuschauern vor. Besonders beim THW hat man sich zwei tolle Ideen ausgedacht, neue Mitglieder für die Hilfsorganisation zu gewinnen. Es gab einen Handschuh geschenkt. Aber was ist mit dem zweiten? Ja, den zweiten gibt's nicht hier. Und zwar ist das eine Aktion von uns. Wir verteilen hier einen Handschuh für interessierte Mitmenschen. Und wer Interesse hat, bekommt den zweiten Handschuh dann bei uns direkt beim THW im Ortsverband. Und da kann er uns kennenlernen. Hier ist so wenig Möglichkeit, um richtig Gespräche zu führen. Hier so ein leichtes Rantasten. Und wer Interesse hat, kann sich einen Handschuh mitnehmen und in den nächsten Wochen bei uns vorbeischauen. Und dann erklären wir alles, was das THW ist, was das THW kann. Und auch viel mehr Zeit und auch mehr als Detail zu gehen. Ja, und ihr kümmert euch schon auch um den ganz, ganz jungen Nachwuchs, die hier noch auf dem Tretauto unterwegs sind. Auch die sollen schon herangeführt werden, später vielleicht für den Einsatz beim THW. Ja, genau. Das Wichtigste ist die Zukunft und die Zukunft sind die Kinder. Und wir haben uns heute gedacht, wir machen eine kleine Fahrprobe. Die kleinen Kinder können von Bobbycar bis Tretauto einen kleinen Parcours fahren. Und wenn sie den bravös hinkriegen, bekommen sie eine Urkunde von uns und eine Einladung zum THW-Jugenddienst.
Super. Also dann viel Erfolg. Viele Jugendliche und Kinder, die bei euch mitmachen wollen und viele, die sich den zweiten Handschuh holen. Im Laufe des Feiermarathons zeigten sich auf der großen Showbühne auch Tänzer und Schauspieler aus der Saalestadt dem interessierten Publikum. Auch in diesen Bereichen leisten beide Unternehmen eine ganze Reihe von Unterstützung. Die Geburtstagsfeier endete erst nach Mitternacht. Der Abend gehörte Showacts wie Marquez, Luna oder Buddy. Obwohl das Sommerwetter eher eine kleine Pause einlegte, kam doch die Stimmung einer lauen Sommernacht in Weißenfels guter Stube auf.